Trainer, die Bundesliga geht wieder los. Wie groß ist deine Vorfreude auf die neue Ligasaison? Ja, wir hatten ein tolles Supercup-Erlebnis, haben eine harte Vorbereitung hinter uns und deswegen freut sich, glaube ich, jeder hier im Verein, im Staff, die Jungs, unsere Fans, dann, dass es jetzt auch in der Bundesliga endlich losgeht. Stichwort Vorbereitung, sicherlich auch für dich speziell, großer Kaderumbruch, viele neue Gesichter. War das was Besonderes, eine Vorbereitung so anzugehen mit so großem Umbruch im Kader? Eigentlich nicht. Also wir nehmen es dann immer so, wie es kommt. Der große Umbruch in der Form war jetzt nicht geplant, vielleicht auch nicht zu erwarten. Aber ich finde, Max, Ruben, Felix haben hervorragende Arbeit geleistet, auch unsere Scouting-Abteilung. Haben richtig gute Jungs dazugeholt. Es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Du fokussierst dich dann sowieso immer eher auf das, was am Platz steht, was du dann auch zur Verfügung hast an Spielern. Und das sind vor allen Dingen in erster Linie Menschen natürlich. Es war erstaunlich, wie schnell wir uns gefunden haben als Gruppe, wie schnell wir auch so eine gute Energie erzeugen konnten im Trainingslager. Und dementsprechend ja, guckt man dann auch gar nicht so sehr zurück, sondern freut sich auf das, was kommt, weil nochmal, die Jungs, die machen schon auch Laune. Wie bist du in die Transfers mit eingebunden? Ab welchem Punkt steigst du mit ein? Kriegst du dann mal ein Video geschickt, ruft Max Eber und sagt, hey Marco, ich habe da jemand ganz Spannendes an der Angel. Wie ist da so der Austausch mit der sportlichen Führung? Ja, es gibt da wenig hierarchisches Denken oder jeder hat mal eine Idee, jeder bringt was ein und dann setzt man sich zusammen mit der Scouting-Abteilung, mit Ruben, mit Max, bespricht Positionsprofile natürlich. Also wir arbeiten eigentlich vom ersten Moment an Hand in Hand. Ja, und irgendwann kommt man dann auf den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kommen wir zusammen oder auch nicht. Geht nicht immer alles auf. Aber ja, wir haben schon, glaube ich, sehr, sehr gut auch nachverpflichtet, obwohl man nochmal dann auch glaube ich, die Jungs, die wir verloren haben, so in der Form nicht 1:1 ersetzen kann. Legst du im Erstkontakt auf irgendwas speziell Wert, wenn du wirklich so einen neuen Spieler das erste Mal direkt vor dir hast? Ja, ich bin unvoreingenommen und sehr offen und bin dann natürlich vor allen Dingen daran interessiert, wie tickt der Junge, wie funktioniert er als Mensch, weil dass er, wenn man sich dann trifft, in unser Profil passt, das wissen wir dann meistens schon. Und dann ist aber das andere natürlich, passt ja auch charakterlich zu uns, in unser Team, in das, was wir wollen, wie wir auftreten wollen, wie wir füreinander da sein wollen. Und dementsprechend Familie ist dann hier und da auch dabei, lernt man kennen. Und man merkt dann natürlich auch, dass dem Spieler ein paar Dinge wichtig sind. Also das ist dann einfach so ein sich gegenseitig abchecken, ob das funktionieren kann gemeinsam. Und wenn das dann funktioniert, dann holen wir den Jungen dazu und dann wären wir hier bei Leipzig eine größere Fußballfamilie. Das ist dann auch ein ganz wichtiger Faktor. Lass uns über Ziele reden. Der erste Pokal ist immerhin schon mal eingefahren. Was sind unsere Ziele als Club, für uns als Team, für die neue Saison? Leipzig wird immer ein ambitionierter Verein bleiben. Wir werden immer größtmögliche Ziele verfolgen, aber dazu muss jetzt nicht gehören. Und das hat ja dann auch was damit zu tun, die Fallhöhe hochschrauben zu wollen. Wir sollten uns nicht treiben lassen, einfach. Sondern wir wollen Spiele gewinnen, Fußballspiele. Und zwar jedes einzelne, so wie jetzt zuletzt in München. Ich glaube, das ist ein großer Anspruch. Das wird nicht immer gelingen. Wenn es uns häufig gelingt, dann werden wir auch in der Tabelle große Schritte machen. Dann werden wir im Pokal weit kommen. Dann werden wir in der Champions League eine Runde weiterkommen. Die Pokalwettbewerbe bis zum Winter sind dann schon auch die Ziele, dort dabei zu bleiben. Und das Wichtigste ist, dass wir insgesamt bei uns bleiben. Das ist so für mich das Hauptziel. Es ist jetzt deine erste Vorbereitung mit RB Leipzig, die du von Beginn an mitgestalten darfst im Sommer heraus. Findest du die Mannschaft bereit dafür, noch mehr den Fußball spielen zu lassen, den du dir vorstellst, den du dir mit deinem Trainerteam vorstellst? Würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir waren letztes Jahr, als ich gekommen bin, auch schon bereit dafür. Das hat man auch gesehen, wie schnell wir dort auch Schritte gemacht haben.
da auch nicht zu viel reininterpretieren insgesamt. Nochmal, wir wollen für eine bestimmte Art und Weise Fußball spielen und sollen ein paar Dinge auszeichnen. Und danach haben wir jetzt auch verpflichtet. Und das hat sich jetzt ganz gut angelassen. Aber auch da ist es mir wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir hungrig bleiben, dass wir nachsetzen, dass wir nicht locker lassen. Und das erste Spiel jetzt in Leverkusen wird schon ein richtiges Brett. Das wird eine große Herausforderung für uns. Und dort müssen wir wieder auf dem Punkt da sein. Kannst du dich als Spieler noch an ein Spiel von dir in Leverkusen erinnern? Also wenn du mich jetzt so fragst, ich weiß, dass ich einmal eine rote Karte bekommen habe. Nachdem Nikolce Noweski, ein total zuverlässiger Innenverteidiger ist, uns da ein bisschen in die Scheiße gespielt hat. Und ich musste, glaube ich, dann noch retten. Hatte nicht den Maximalspeed, den wir da hätte gebrauchen können in der Aktion. Aber wir haben, glaube ich, unentschieden gespielt oder sogar gewonnen. Es war 1-1 und ein einziger Bundesliga-Platzverweis. Genau, ja. Also der Schnicks, Bernd Schneider, hat einen Freistoß gehabt, glaube ich, aus gefährlicher Situation. Ja, kann ich mich schon noch erinnern. Aber in der Situation richtig entschieden, weil am Ende den Punkt mitgenommen. Du gehst in deine 5. Saison als Bundesliga-Trainer. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn du entscheiden könntest, würdest du diese Regel unbedingt verändern? Ich entscheide ja nichts. Also ist die Frage mega hypothetisch. Und die Diskussionen, die da drumherum immer aufkommen. Wir reden ja viel über den VAR und man kennt meine spezielle Meinung dazu. Für mich ist immer wichtig, den Fußball sein zu lassen. Ich finde, den Sport gibt es jetzt, keine Ahnung wie viele, 100 Jahre. Ein paar Regeln waren ganz schlau, die zu entwickeln. Die haben das Spiel, glaube ich, auch besser gemacht. Aber mittlerweile diskutieren wir natürlich auch so über ein paar Regeländerungen, die kommen könnten, die jetzt dann für mich einfach auch das Spiel nicht mehr so authentisch sein lassen, wie es war, wie es ist. Mir wäre es lieb, wenn wir gar nicht mehr so viel dran rumdoktern. Also ich glaube, so die Rückpassregel, Torhüterhand, das war ein ganz cooler Move, hat das Spiel besser und schneller gemacht. Ich fand die 5 Wechsel, die wir jetzt haben, für die Intensität, die der Fußball mittlerweile dann auch hat, für die vielen Spiele, die Jungs spielen müssen, das fand ich ganz schlau. Und ansonsten, bitte viele Dinge so lassen, wie sie sind, weil sie sind gut. Wir haben in den letzten Monaten 2 Pokale geholt. Wie konservierst du für dich selbst so diese Erfolge? Man will ja immer versuchen irgendwo, dass es nicht so schnell verschwimmt, aber der Fußball ist so schnelllebig. Aber wie versuchst du dir irgendwo auch das, was man erreicht hat, immer so ein bisschen vor Augen zu halten? Das kann uns keiner mehr nehmen. Punkt. Also das muss man sich dann schon auch immer wieder vor Augen halten. RB Leipzig hat jetzt in der jungen Vereinsgeschichte 2-mal einen DFB-Pokal gewonnen und den Supercup, das nimmt uns keiner mehr. Und trotzdem hast du 100% recht. Du wachst in München auf, freust dich, fliegst nach Hause und weißt ganz genau, am Wochenende kommt Leverkusen und das Rad dreht sich weiter. Und das ist aber auch gut so. Wie gesagt, wir wollen dranbleiben, wir wollen mehr, wir wollen erfolgreich sein. Wir werden neu gemessen. Wenn wir es nicht gut machen, kriegen wir auf den Deckel. Wenn wir es weiter gut machen, dann dürfen wir wieder solche Momente genießen. Das ist ja auch das, was so ein bisschen den Reiz ausmacht, daran zu arbeiten, mehr zu wollen, Gas zu geben, dran zu bleiben, um einfach diese kurzen Momente immer wieder erleben zu können. Ist schon cool und macht Spaß. Die Fans haben dich extrem gefeiert, auch für dein Outfit. Was macht dein Pokalsiegerhut? Ist der noch da? Hat er die Feierlichkeiten überlebt? Liegt er zu Hause in der Vitrine oder in der Gartenlaube? Ja, da gibt es eine kleine Geschichte dahinter. Das war ein Tausch auf der Party in der Nacht mit Dina Desic, die Spielerin unserer Damenmannschaft, hatte den Hut, ich hatte mein Basecap auf und dann haben wir irgendwann getauscht und hat mir so gut gefallen, dass ich ihn nicht mehr hergegeben habe. Ich glaube, am nächsten Tag hat irgendwann die Mannschaft den Hut dann auch getragen, war schon ein kleiner Hit. Den gibt es natürlich noch und den gebe ich auch nicht her. War eine coole Geschichte. Zum Schluss, du hast es schon angedeutet, wir wollen mit einem bestimmten Fußball überzeugen.
Auf was können sich unsere Fans, auf was können wir uns freuen in dieser Saison? Wo sagst du, dafür wollen wir einstehen, dafür wollen wir stehen? Darauf haben wir richtig Bock. Ja, wir sollten einfach Leipzig-like sein. Leipzig ist eine coole Stadt, eine weltoffene Stadt, eine junge Stadt, viele Studenten, immer was los, mega lebenswert. Und ich finde, das sollten wir als Verein versuchen auch rüberzubringen. Über uns selber lachen können. Es werden viele Geschichten über uns erzählt. Fakt ist, hier haben zigtausende Leute den Pokal gefeiert. Es kommen viele Fans zum Training. Unser Stadion ist relativ häufig ausverkauft. Es kommen mittlerweile tausende Fans mit zu Auswärtsspielen. Also lasst die Leute reden, lasst uns bei uns bleiben. Wie gesagt, über uns selber lachen können, uns selber nicht zu ernst nehmen, die ganze Nummer nicht zu ernst nehmen insgesamt. Weil ich unseren Weg cool finde. Wir kennen unsere Geschichte. Man darf die auch gerne kritisieren. Also das ist auch total okay. Aber was hier so, ich bin jetzt nicht immer dabei gewesen und ich war auch mal einer, der es von der anderen Seite erlebt hat und der Kritik geübt hat und der nicht sofort gejubelt hat, als es hier losging. Aber was hier über die Jahre entstanden ist und was drumherum gewachsen ist, was an Fankultur dazugekommen ist in Mitteldeutschland und nicht nur hier, sondern höre ja ab und zu mal ein paar Akzente so, wenn man Fans trifft. Also das klingt dann auch nicht nur nach Mitteldeutschland, sondern da ist die ganze Welt mittlerweile irgendwo dabei. Und wenn wir das schaffen, daran weiter zu arbeiten, Leute für uns zu gewinnen, wie gesagt, uns nicht ständig treiben zu lassen und uns ja, auch nicht zu ernst zu nehmen. Bei aller Ernsthaftigkeit, um was es geht in dem, was wir machen, weil wir wollen erfolgreich sein, dann haben wir, glaube ich, das, was wir ausstrahlen wollen. Und dann passt das und dann können wir, glaube ich, unseren Weg auch insgesamt als Club so weitergehen. Super, so gehen wir das an. Vielen Dank. Sehr gerne.